Wenn man in Duisburg unterwegs ist, dann erlebt man echt coole Sachen. Nette Leute, tolles Wetter, das hat richtig Spaß gemacht, hier Briefe zu verteilen. 100.000 Kontakte suche ich gerade. Ich möchte wissen, wie Nordrhein-Westfalen tickt, wie die Menschen ticken. Und mit dem Team der Duisburger SPD heute hier unterwegs zu sein, das hätte echt Spaß gemacht. Übrigens, nebenbei erwähnt, wer meint, Duisburg sei nur Kohle und Stahl, der irrt sich aber ganz gewaltig. Hier in Duisburg-Wedau sieht man eine wunderbare Gartenstadt-Siedlung, viel Grün und das ist echt toll hier zu wohnen. Was ich besonders klasse fand, die Menschen sind hier richtig nett. Man konnte vor der Tür mit den Leuten quatschen, die Bänke vor der Tür. Ich erinnere mich an meine Kindheit, da war das auch mal so früher bei uns in den Siedlungen. Das ist heute hier noch so geblieben, das macht das so unheimlich sympathisch hier in Duisburg-Wedau. Eine tolle Aktion heute. Herzlichen Dank an all diejenigen, die mitgemacht haben. Und wir werden weiter Briefe verteilen. Und ich kann jedem auch nur bitten, antwortet uns, wenn ihr einen Brief bekommt oder wenn ihr keinen Brief bekommt, meldet euch trotzdem. Ich möchte wissen, wie tickt NRW? Was haltet ihr von der SPD? Was können wir besser machen? Und was muss in Nordrhein-Westfalen passieren?